Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute wurde, beziehungsweise gestern, ist schon ein Tag später mittlerweile, zeige ich euch noch schnell den Seer-Legenden-Trailer. Die meisten von euch haben sicherlich schon gesehen. Ich habe heute sehr, sehr lange gestreamt, über 8 Stunden. Wollte jetzt aber für das Video nicht extra den Stream beenden. Ich habe auch in meinem Livestream mit sehr, sehr vielen Zuschauern den Trailer ein paar Mal durchlaufen lassen und ich denke, die meisten Zuschauer waren sich inklusive mir einig, dass diese neue Legende theoretisch, wir müssen ja sagen, dass Respawn wirklich Talent hat, eine Legende vielleicht eindrucksvoll darzustellen, aber viele von euch inklusive mir befürchten, dass diese Legende extrem heftig sein könnte. Und da muss ich einfach nochmal auf die taktische hinweisen. Die Ulti ist nicht mal so dramatisch, die kann man zerstören. Die Passive, oh Gott, ja, die Passive könnte auch ziemlich abfacken. Lassen wir uns mal überraschen. Ich bin auf eine fette Diskussion hier in diesem Video gespannt, wie ihr die neue Legende findet. Ich freue mich auf die Legende, habe aber ziemlich Bammel, auch gegen diese Legende zu spielen. Ich zeige euch jetzt erstmal den Trailer. Danach gibt es eine Analyse und zeige nochmal Stück für Stück, warum ich denke, dass diese Legende echt mega belastend werden könnte. Und diesmal möchte ich nicht zu weit vorgreifen, aber wie oft hatten wir das? Eine neue Legende. OP, ja, nein, vielleicht, da war sie eigentlich scheiße. Aber bei Seer mit der taktischen schwierig. So, ich ziehe es nicht länger in die Länge. Viel Spaß jetzt erstmal bei dem Trailer und dann sehen wir uns zur Analyse wieder. A bad omen cast a dark shadow over Obi's birth. But through love, he emerged as the champion of the outcast. He is Seer. Stand out or stand aside. An artist and visionary, he sees what others do not. We will give him a show like no other. With his ability to sense the heartbeats of those around him, Seer stalks his enemies like a graceful predator. Your heart must beat with passion to the very end. He can summon micro-drones from his heart chamber to emit a delayed blast, interrupting and revealing enemies. I do my best work with a captive audience. Now is the time for fascination. And no one can hide from Seer's ultimate display. When deployed, his heart chamber casts a micro-drone net over an area. Do not hide your true colors. They are your strength. Revealing the location of enemies moving heavily within it. Take comfort. You could not have prepared for me. Like moths to a flame, Seer's grand performance may lead to your demise, but take comfort that your passing will be breathtaking. Your heart cried out for this. Do not blink, Legend. You do not want to miss this. So, wir fangen jetzt mit seiner passiven Fähigkeit an und die nennt sich Heart Seeker. Da hieß es ursprünglich, er kann die Herztöne da hören, wo er direkt hinvisiert. Jetzt stellen wir aber in diesem Trailer fest, dass er nicht nur die Herztöne hört, wo er hinvisiert, sondern die Gegner auch links und rechts spottet. Ihr seht hier, ich mache nochmal an hier, ihr seht jetzt in diesem Visier, neben diesem oder um dieses Rotpunkt noch einen blauen Kranz mit 3 gelben Markierungen. Der zeigt rechts 2 Feinde und sogar schräg hinter ihm einen Feind. Heißt für mich nicht in Front, sondern mehr oder weniger schon um ihn herum hört er die Herzen. Und 75 Meter when aiming downsides. Okay, eine Reichweite von 75 Metern. Das habe ich im Trailer vorhin im Livestream übersehen. Also wirklich, ich habe viele Meinungen im Livestream auf Twitch vorhin eingeholt. Und wir sind uns fast eigentlich alle einig. Mensch, die Legende könnte bocken, aber sie ist wahrscheinlich einfach zu krass. Und das stellt die Fähigkeiten von Bloodhound meiner Meinung nach sowas von extrem in den Schatten. Und wenn man jetzt einfach mal hier weiterspielt, sieht man sofort, okay, rechts kommt gleich jemand. Du siehst zwar nicht, wie nah es ist, aber ich könnte mir vorstellen, je näher der Gegner ist, desto lauter hörst du wahrscheinlich die Herztöne. Das muss man dann sehen. Aber das ist crazy. Er geht jetzt um die Ecke und weiß sofort, da kommt jemand. Entweder ganz nah oder eben ganz fern. Und im Zweifel hörst du eh die Steps.
Jetzt kommen wir zur taktischen Fähigkeit und das ist die Fähigkeit, vor der ich eigentlich am meisten Bammel habe, weil diese Fähigkeit, die haust du raus, Mikrodrohnen hast du nicht gesehen, unterbricht Gegner, da steht nicht, was das unterbricht, aber es unterbricht tatsächlich die Fähigkeiten, so wie es aussieht, und sogar heilende Items, dass es tatsächlich war und du erkennst Gegner durch Wände, die werden markiert und du siehst dann auch noch die Lebensanzeige, Schild und HP vom Gegner und das ungefähr 8 Sekunden lang soll das wohl halten und zieht euch das einfach mal rein. Das dauert ein bisschen, bis das ausgebreitet ist. Wir sehen hier durch diese ganzen Drohnen, durch dieses ganze blaue Gedöns eine gewisse Reichweite. So, jetzt lassen wir das kurz mal laufen und wir sehen hier hinter dieser Wand, wie sich jemand einen Phoenix reinballert. So, und jetzt sehen wir aber erschreckenderweise, erstmal wurde die Legende markiert. Zack, und jetzt wurde das unterbrochen. Das ist absolut heftig. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn du jetzt in ein Gefecht kommst, selber, und bist froh, dass du das gerade so überstehst und willst dir schnell ein Phoenix-Git reinballern, wie jetzt an dieser Stelle, und eine Sekunde vor Schluss kommt auf einmal so ein Seer mit seiner taktischen nicht mal um die Ecke, weil er kann das Zeug ja durch die Wände ballern. Das ist für mich, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, es will nicht immer jeder noch hier so eine Meinung von mir hören, aber ich finde es immer wichtig, mich von anderen abzuheben und einfach mal zu sagen, was finde ich geil, was finde ich scheiße. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die hier nicht reingehört in dieses Spiel. Also wirklich, ihr könnt ja euch auskotzen in diesem Video und einfach mal mir eure Meinung sagen, ob das vielleicht doch ein bisschen too much ist. Und ansonsten, ja, ihr seht es hier, die Gegner sind wie gesagt gespottet durch die Wände. Du kannst 1A sehen, in welche Richtung die sich bewegen. Und das hält länger als, glaube ich, der Spot von Krypto oder Bloodhound, würde ich jetzt mal grob behaupten. Eine 100%ige Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ihr seht den Lebensbalken, ihr seht das Schild. Das ist für eine taktische Fähigkeit, wo du einfach nur L1 drückst und nichts auf dem Kasten haben musst. Und einfach nur in irgendeine Richtung, x-beliebig übertrieben gesagt, wenn man weiß, wo grob Gegner sind, haust du da einfach deine taktische rein. Und dann musst du dafür nichts können und kassierst vielleicht im Zweifelsfall. Und da können wir eigentlich nur hoffen, dass es keine Assist-Punkte im Ranked-Modus gibt. Das wäre jetzt noch eine Sorge, die man vielleicht mal diskutieren müsste. Aber ganz ehrlich, also ich habe noch nie so Respekt vor einer Legende gehabt wie dieser. Das ist crazy. Also wie gesagt, die sind ungefähr 8 Sekunden markiert, die Gegner, soweit ich das gehört habe. Und jetzt kommt eben noch die ultimative Fähigkeit. Die ultimative Fähigkeit, die würde ich jetzt sagen, vor der ultimativen Fähigkeit habe ich jetzt nicht riesen Bammel. Du schmeißt die Herzkammer. Diese Herzkammer kann man zerstören, wie es auch bei vielen anderen Sachen der Fall ist, wie zum Beispiel die Ulti von Horizon, die ist relativ simpel runterzuschießen, ein bisschen Teamshot, dann geht das ruckzuck. Diese Kuppel ist verdammt groß. Das ist jetzt hier der neue Spot ums Zugdepot, heißt wahrscheinlich dann auch anders. Dieser Bereich ist wirklich mega riesig, markiert ebenfalls Gegner, die ballern oder rennen. Wenn du stehst, wirst du wohl angeblich nicht markiert. Müssen wir sehen. Hier sieht man zum Beispiel jemanden, der läuft. Die Footsteps sind markiert. Er ist markiert, der Gegner mit so einem Viereck. Und ja, ich weiß nicht. Das ist... Ich finde, das stellt Bloodhound völlig in den Schatten. Du brauchst als Seer, ich weiß gar nicht, ob die Teammates sehen ja wahrscheinlich das auch. Du brauchst ja als Teammate dann nicht mal mehr ein goldenes Visier, um die Leute durch den Rauch von Bangalore vielleicht zu spotten. Also ohne Scheiß, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir in Season 10 in jedem Squad ein Seer haben. Und es wird uns sehr, sehr auf den Sack gehen. Also sorry für alle, die denken, ich greife hier zu weit vor. Ich bin sehr überzeugt, das wird nicht lange dauern. Und diese Legende wird wahrscheinlich überarbeitet. Das kann ich nur hoffen. Also wie gesagt, das ist nicht meine einzige Meinung. Ich habe mir im Livestream schon eine Menge Meinungen eingeholt. Und der Punkt ist einfach, wir könnten uns alle irren, das mag sein, aber dann hat es Respawn wirklich extrem übertrieben in diesem Trailer, was ich aber diesmal tatsächlich nicht glaube. So, ansonsten, ja, was gibt es noch zu erzählen? Wir sehen hier nochmal die Footsteps und dann sehen wir hier, und das finde ich halt so heftig, wie du unten durch den Fußboden die Steps der Gegner siehst. Du brauchst eigentlich nur noch runterspringen, weil du genau weißt, der läuft jetzt unter dir, geh entgegen deiner Laufrichtung, musst nur noch runterspringen, er weiß sowieso nicht, dass du kommst und du ballerst dem Typen direkt in den Rücken, weil er einfach nicht weiß, wo es herkommt. Und das ist schon
Leck mich am Arsch. Und dieser Trailer verrät auch, es hieß eigentlich bewegende Gegner, also die schnell sich bewegen. Der Octane, der läuft hier sehr, sehr langsam. Hier. Und trotzdem werden die Steps markiert. Das heißt, selbst wenn du da lang schleichst, werden wahrscheinlich deine Steps markiert werden. Holla, die Waldfee. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Riesenfreude sein wird, wenn du ihn selber spielst. Aber wenn du dich dann gerade zum Start von Season 10 darum kloppen musst, dass du diese Legende spielen darfst und hoffst, dass dir diese Legende dann später nicht selber auf den Sack geht, dann weiß ich es auch nicht. Sorry für meine ehrliche Meinung. Wie gesagt, ich weiß, dass das nicht jeder feiert, aber ab und zu muss das einfach sein. Und ich will das Ding so ein bisschen auf meine Art rocken. Und jetzt bin ich auf jeden Fall auf eure Kommentare gespannt und wirklich, ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand dabei ist, der sagt, naja, nö, wird schon nicht so schlimm. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Geschmäcker sind verschieden, Meinungen sind verschieden. Das war's jetzt von mir. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Ein Abo, wenn ihr neu seid, dann rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Schönes Wochenende und einen schönen Start in die nächste Season. Falls es nicht noch ein Video geben sollte, vorm Start von Season 10 am Dienstag um 19 Uhr. Haut rein. Ciao.